Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg Wandern mit Peter. Der Herbst hat uns, aber auch der Herbst kann und ist zumeist eine wunderbare Jahreszeit. Wir, das ist der liebe Manuel und ich, wir befinden uns jetzt hier in der Nähe von Kernhof. Wo das ist, werde ich euch gleich einblenden. Und wir machen heute was ganz Besonderes. Wir gehen heute auf den Göller auf knapp 1800 Meter und insofern würde ich vorschlagen, ihr lehnt euch zurück und lasst uns machen und viel Spaß mit der Tour. Also dann gehen wir's an. Ausgangspunkt unserer Tour ist der schöne verträumte Ort Kernhof im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld. Bekannt ist der Ort durch den Weißer Zoo bzw. dem Kameltheater. Es gibt ja durchaus mehrere Optionen, wie man auf den Göller auf 1800 Meter hinaufmarschieren kann. Wir nehmen eine ganz knackige Route heute, nämlich hier hinten, da sieht man schon die Felsen leicht, da hinten geht es zum Schindlergraben. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Es heißt in den Medien, das ist eine nicht beschilderte Wandertour, die auch nur für geübte und viele Berggeher geeignet ist. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Aber allein hier schon die Aussicht auf die Turmmauer ist ja schon spitze. Der Kehrbach entspringt nahezu aus dem Gestein des Göllers und bildet in den Felsformationen der Feuersteinmauern des Schindlergrabens herrliche, naturbelassene Wasserfälle. So, hier auf jeden Fall ganz wichtig, wenn man hier reingeht, ja, braucht es auf jeden Fall eine gute Tourplanung, ein bisschen Orientierungssinn, dann wird's was. Wie gesagt, wir sind jetzt noch am Anfang, aber ihr seht es hier schon, wir sind noch nicht einmal beim Wasserfall, es wird etwas ausgesetzt, da muss man wirklich aufpassen. Aber wir werden es weiterhin rausfinden, wo wir zum Ziel kommen. Ja, meine Lieben, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis hoch 10. Ne? Wow, was soll man sagen? Hier gleich mal im Schindlergraben der Wasserfall. Wow, ist wirklich toll, wenn man daneben steht, was das für eine Kraft hat. Wahnsinn. So, und da unten seht ihr den Manuel stehen. Der Manuel, der ist Hobbyfotograf und der wird auch die Fotos zu dieser jetzt schon so mehr als eindrucksvollen Tour machen. Ne?
So, ab hier ist jetzt tatsächlich Konzentration geboten. Das ist hier ja, ein ordentlicher Steig, der jetzt auf uns wartet. Da müssen wir uns jetzt konzentrieren, aber wenn wir das machen, werden wir sicher nach oben kommen. Der Aufstieg rechts vom untersten Wasserfall ist ein ausgesetzter Steig durch die Wasserfallschlucht. Die erste Stufe überwindet man noch mit Hilfe eines alten, schon ausgefransten Stahlseils. Die zweite, etwas höhere und steilere Stufe bildet den Aufstieg über einen steilen Wald- und Kiesboden. Hier ist vor allem Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt. So, ich habe jetzt ein bisschen umjustiert schon vorher. Ja. Ich habe jetzt einmal das Mikrofon mal weggetan. Jetzt geht es nur mit dem Mikrofon von der Kamera. Ich hoffe, man hört mich jetzt so halbwegs. Es wäre nicht anders gegangen, Leute. Das war wirklich eine Kletterpartie darauf. Und jetzt mit nur einer Hand ist das doof. Und das war stellenweise nicht ungefährlich, sagen wir es einmal so. Also wenn ihr das findet im Netz, all diese Beschreibungen stimmen praktisch alle. Das ist wirklich nur für geübte Geher und für kletteraffine Leute. Die sich eher unsicher sind, sollten diese Aufstiegsroute meiden. Und wir haben zwar diese Umreihe nicht gemacht, aber ich nehme an, sie führt auf den hier doch mehr begangenen Pfad. Dann nehmt's lieber den, weil ihr habt es vielleicht eh gesehen auf dem Bild, das was halt möglich war zu filmen. Wirklich nur dann, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, was ihr macht. Gell? Auf der Schindleralm trifft man häufiger auf Kreuzottern. Das, was ihr da jetzt seht hier hinter mir, das ist die Schindleralm und boah, das ist schon mal ein Abenteuer darauf, das kann ich euch sagen. Aber der Clou an der Sache ist, wenn du auf den Göller steigen willst, dann musst du hier rauf und da werden wir jetzt auch hingehen.
Bis jetzt ist es aber sagenhaft. Nicht ungefährlich, aber unberührte Natur, es ist traumhaft. Über einen fast verwachsenen Waldpfad gelangen wir auf die erste Erhebung, nämlich den Gipfel des Xenga auf 1442 Meter. So, hier ist kurz windstill, jetzt nutzen wir mal. Ich würde sagen, wir haben nicht mehr ganz einen Kilometer bis zum Gipfel, die Baumgrenze haben wir erreicht. Wir sind schon im Latschenkiefer. Ja, anstrengend, fordernd, aber richtig, richtig schön. Dann, endlich, nach dem Aufstieg über einen mit Latschenkiefer bedeckten Bergrücken, gelangen wir endlich zum Gipfel des Göllers auf 1766 Meter. Die östliche Bergregion des Landes liegt einem nahezu zu Füßen. Ob Schneeberg, Schneealpe, Rax oder Veitsch, wie das Mariazellerland, es lohnt sich einfach, in die Ferne zu schweifen. So, jetzt werden wir dann gleich sehen, was das Synchro-Mikrofon, was das kann. Hier wird es mal auf Herz und Nieren geprüft. Ja, hier windig am Göllergipfel auf 1760, endlich mal auf dem Göller, und was soll ich euch sagen, die Bilder habt ihr gesehen, die Aussicht sucht ihresgleichen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir wieder runterkommen, aber nichtsdestotrotz, geile Tour, und jetzt schauen wir, dass wir es gesund zu Ende bringen. Der Abstieg erfolgt zunächst über den Göllersattel zum kleinen Göller. Der Blick in den Schindler- und Furzergraben sowie in die Tiefen der Kahlgrube ist einzigartig. Oh,
So, die Göllerhütte, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, hat jetzt eigentlich zu, weil Jagdsaison ist. Und trotzdem gibt's hier diesen wunderbaren Winterraum. Also ich denke, weil er war offen. Man hat hier die Möglichkeit, sich zu verpflegen gegen eine kleine Gebühr, was natürlich überhaupt kein Problem ist. Man kann sich hier ja frisch machen, sage ich jetzt mal. Und es gibt hier zur Not, als Notfall, auch Decken und Schuhe. Die Hütte hat zwar geschlossen, aber wie gesagt, hier der Eingang zum Winterraum ist offen. Ich glaube, das ist mit Absicht und das finde ich gut. Das finde ich sehr gut, weil wenn es einem wirklich passiert, da kann man hier jederzeit hinein, ja, kann Schutz suchen. Und das geht oft schneller in den Bergen, als man denkt. Und weil das so ist, gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall einen Radler und für den zahlen wir gerne ein bisschen mehr, weil tolle Hütte, tolle Lage, auch wenn sie geschlossen hat. Nach der Göllerhütte marschieren wir noch zur Kehralpe. Sie ist Kreuzungspunkt mehrerer Wanderwege. Wir folgen nun dem Steig durch den Wald zurück zum Ausgangspunkt nach Kernhof. So, meine Freunde, das war's ja also, diese wunderbare Tour auf den Göller. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Und ja, ich melde mich jetzt in dieser Form. Leider hat meine Abmoderation beim Crowdword nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Ton ist leider nicht zu gebrauchen. Deswegen melde ich mich jetzt so. Aber trotzdem gehen Grüße raus an die liebe, nette Crew vom Crowdword Essen Service 1A. Ja, analysieren wir kurz die Tour. Ihr habt das ja schon weitgehend gesehen. Der Aufstieg über den Schindlergraben ist mit Vorsicht zu genießen. Es gibt zwei Aufstiegsvarianten. Eine, die ist wirklich nur für die Geübten, die wir gemacht haben. Ja, ansonsten dann weiter hinauf eben bis zum Gipfel des Göllers. Und endlich habe ich den Göller in meiner Sammlung schon so oft dran vorbei. Immer wieder habe ich mir gesagt, da muss ich doch irgendwann mal noch hoch. Und jetzt hat es endlich geklappt. Ja, über den kleinen Göller dann runter zur Göllerhütte. Auf dem Weg dorthin, das muss man einmal erlebt haben, ist es jetzt der Blick in den Schindlergraben oder in den Karlsgraben. Es ist einfach herrlich. Und Einkehren in der Göllerhütte zahlt sich immer aus. Und selbst wenn geschlossen ist, schaut in den Winterraum. Gegen eine kleine Gebühr könnt ihr euch dort etwas nehmen. Ja, und dann der Abstieg wieder nach Kernhof. Auch da knackig, aber es rundet diese ganze Tour wirklich noch einmal ab. Und ein großes Dankeschön an dieser Stelle geht auch raus an den lieben Manuel, der diese einzigartigen Fotos von dieser Tour gemacht hat. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur mal zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns schon hoffentlich sehr bald wieder. Und zwar wann? Wenn ich wieder am Weg bin und ihr hoffentlich mit dabei. Also dann, bis zum nächsten Mal.